Welche Möglichkeiten bietet Ihnen als jemand, der vielleicht schon einige Jahre mit VI unterwegs ist, das CAS, wenn Sie sich denn diesen Mehrwert erschließen wollen würden? Das CAS selber ist ein Tool, was unterm Strich eine kleine Datenbank ist mit ganz, ganz vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten. Zum einen ist es so, Sie könnten das CAS nutzen, um es als Plattform für Ihre Vertriebspartner zu verwenden, sprich, dass diese das CAS mit ihren Häusern gefüllt als Verkaufstool, als Präsentationstool nutzen könnten. Das wäre eine Variante. Zahlreiche namhafte europäische Markenhausanbieter nutzen die so, in dem Falle allerdings sogar noch mit Kalkulation. Das heißt, sie wären auch in der Lage, innerhalb des CASs mit einer Angebotskalkulation zu arbeiten. Wenn Sie das interessiert, in Ihr Weg zum Erfolg, Seite 49, finden Sie das eben entsprechend einmal komplett abgebildet. Und Sie haben natürlich genauso die Möglichkeit, das CAS dafür zu nutzen, um die Dateien, die Sie schon erzeugt haben, das heißt hauptsächlich sicherlich Planungsdateien, einfach nicht mehr irgendwo nur auf dem Server als VPL-Dateien Anführungszeichen rumliegen zu haben, sondern eben über eine Datenbank zu wissen, was habe ich schon mal geplant, diese Entwürfe der Mehrfachverwendung zugänglich zu machen. Und Sie wären genauso in der Lage, auch hier, wenn Sie mit der Kalkulation arbeiten oder dies zukünftig tun wollen, diese Sache mit einzubinden. Grundsätzlich ist es so, Sie sind immer in der Lage, und ich mache das jetzt mal, während ich einen Plan geöffnet habe, zu sagen, Sie tragen so einen Plan in das CAS ein. Ich mache es jetzt mal ganz einfach, ich sage Neuexport, wähle das entsprechende Layerset aus, sage, ich möchte die Wasserfarbdarstellung entsprechend für die einzelnen Ansichten und Grundrisse haben. Ich will hier an der Stelle eben auch eine Tageslichtberechnung haben für meine entsprechende Standpunkte, möchte Wohnfläche und bauter Raum haben und das Ganze in dem Falle natürlich ohne irgendwelche Adressdaten. Sie sehen, ich könnte auch das Panorama noch entsprechend mit erzeugen, wenn Sie damit arbeiten. Und wenn Sie so einen Prozess eben jetzt hier angestoßen haben, jetzt bei einem offenen Plan passiert halt eins, VI erzeugt Ihnen hier die ganzen Exporte für das CAS, das heißt also sämtliche Ansichten, Grundrisse, 3D-Bilder, Wohnfläche und bauter Raum und die Massen und Mengen. Und im CAS können Sie diese dann weiterverwenden. Das Ganze, was ich Ihnen hier gerade an einem Plan zeige, geht natürlich genauso entsprechend mit mehreren Plänen. Das heißt also, in dem Falle wäre das eine Batch-Funktion. Das heißt also, ohne dass ein Plan geöffnet ist, könnten Sie eben diese Exporte auch für viele, viele, viele Pläne durchführen lassen. Im CAS selber ist es so, Sie haben verschiedene Datenbänke, die heißen Instanzen. Die können Sie sich einfach hier per Klick auswählen und je nachdem, ob Sie Massiv- oder Holzbauer sind, haben Sie neben der Standardinstanz, die leer ist, hier auch jeweils eine Beispielinstanz mit 84 Plänen drin, die Ihnen einfach schon mal beispielhaft zeigen soll, was denn mit dem CAS gemacht werden kann. Das heißt, das, was wir eben hier gerade machen mit dem Export, ist etwas, was hier beispielhaft eben schon mal vorhanden ist. Das heißt also, hier sind Pläne schon mal eingetragen und damit sind wir letztendlich auch bei der Idee. Es ist für Sie halt viel, 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 viel spannender, wenn Sie wissen, wie sehen die Häuser aus, die Sie für irgendwelche anderen Interessenten schon mal geplant haben. Wenn Sie in der Lage sind, Sie sehen das hier rechts mit den entsprechenden Daten, Selektionen zu machen. Das heißt also eben zum Beispiel zu sagen, das, was Sie interessiert, sind hier nur Entwürfe, die eine normale Komplexität haben, die vielleicht dem Bereich Bauhausstil zuzuordnen sind. Ja, und wenn dann die entsprechenden Kriterien hinterlegt sind, können Sie das Ganze einfach auswerten. Und Sie haben halt in dieser Instanz eben 84 Beispiele, die Ihnen schon mal zeigen, wie eben solche Varianten von der Darstellung dann entsprechend aussehen können. Und das, was schlicht und ergreifend die Idee für diese Verwendung des CASs ist, ist, dass mit einigen Kriterien, das heißt Hauslänge, Hausbreite, Geschossigkeit, Komplexität, es für Sie eben viel, viel einfacher ist zu schauen, was ist das, was Sie an Entwürfen schon mal gemacht haben. Und dann eben über diese Entwürfe zum einen, wenn
wenn Sie mit Panorama arbeiten sollten, auch natürlich Präsentationsmöglichkeiten zu haben. Zum Zweiten natürlich genauso, wenn das gewünscht ist, dem Kunden zeigen könnten, wie würden denn entsprechend, ne, seine Räume innen aussehen, wie würde das Haus, was dort in Planung ist, zukünftig, ne, aussehen können. Und eben, und ganz, ganz wichtig, die Möglichkeit zu sagen, mit einem Klick könnte so ein Plan jetzt wieder in die Planung übernommen werden. Sie können also, wenn Sie diese CRS-Funktionalität nutzen, alle Pläne in der Datenbank eintragen und entsprechend grafisch auswählen, wenn Sie mit diesen entsprechend weiterarbeiten wollten. Ich habe jetzt eins gemacht. Ich habe ja mal einen Plan exportiert. Das heißt also, ich könnte jetzt zum Beispiel einfach sagen, dass ich eine neue Planungsdatenbank mir anlegen möchte. Ich nehme einfach die bestehende, kopiere die einmal, nenne sie jetzt einfach mal Test 2. Wenn ich jetzt meinen Test 2 hernehme, dann ist die Datenbank erstmal leer und wir haben in der Zwischenzeit unseren einen Plan entsprechend exportiert. Und wenn wir jetzt im CAS schlicht und ergreifend einfach nur auf Planungen gehen, dann sehen Sie, jetzt passiert im Hintergrund ein bisschen was, ne? Das heißt also, die Diskette dreht sich. Wir sehen, hier gibt es jetzt entsprechend einen neuen Plan. Ich sage einfach nur mal übernehmen, sage speichern und schließen. Und wenn ich jetzt auf Suchen gehe, dann sehen wir, wir haben eben jetzt genau diesen Plan, den wir hier einfach mal exportiert haben, entsprechend als Eintrag im CAS. Und damit sehen Sie auch, wie einfach es ist, so Sie wollten, eben Ihre ganzen Pläne, die Sie schon mal erstellt haben, in eine Datenbank mit Bebilderung reinzunehmen und hätten somit die Möglichkeit, einfach solche Pläne auch zukünftig als Grundlage zu nehmen, um eben zum Beispiel anderen Interessenten basierend auf solchen Entwürfen Varianten anbieten zu können. Kleine Funktionalität, große Wirkung, insbesondere dann, wenn Sie schon länger mit VI unterwegs sind und dann vielleicht nicht nur einige wenige, sondern vielleicht Dutzende oder Hunderte Pläne haben, weil mit den ganzen Batch-Funktionalitäten in VI eben so etwas sich sehr, 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 sehr schön automatisieren lässt. Ich darf an der Stelle ganz deutlich nochmal auf Ihr Weg zum Erfolg verweisen. Dort ist in dem Bereich CAS eben genau das nochmal beschrieben, was man damit alles antreiben kann. Selbstverständlich steht Ihnen die Kundenbetreuung und unser Gebietsleiter jederzeit gerne zur Verfügung, das mal zu zeigen, vielleicht auch dafür zu sorgen, dass Sie es vielleicht einfach mal antesten. Viel Spaß dabei.